Jetzt bin ich auch richtig wieder da. So, ich sollte kurz hier im Busch bleiben. Danke, danke. Wir haben halt hier diese riesige Base und hier ist überall was. Hier ist überall jemand. Theoretisch hier. Es gibt einen unterirdischen Eingang östlich der Festung. Die Festung Nikoto liegt. Genau, ja. Ich überlege gerade, ob das nicht sogar die ist, wo wir schon mal drinne waren aus Versehen. Wir sind mal einen unterirdischen Gang aus Versehen gegangen und dann waren wir plötzlich hier drinne. Glaube ich. Ich glaube, das war hier. Ich glaube, wir sind da schon mal reingestolpert. Und Dankeschön fürs WB sagen. Ich glaube, wir sind da mal reingestolpert oder war das woanders? Wir sind mal in so einen komischen Gang rein. Und sind in irgendeiner riesigen Festung rausgekommen, die ich dann gekonnt ignoriert habe, glaube ich. Und ich einfach wieder gegangen bin, weil ich mir dachte, nee. Den Scheiß gebe ich mir nicht. Ja, komm doch her, wenn du mich schon gesehen hast. Hey, was? Oh, guck. Ich hätte mich ja auch eigentlich in den Heuhaufen platzieren können, ne? Naja. Könnten auf jeden Fall auch welche wegsnipen. Ja, so nicht. War ich nicht. Warte, da ist noch eine zum Wegsnipen. War ich nicht. Da ist noch einer zum Wegsnipen. War ich nicht. Oder ist noch jemand zum Wegsnipen? War ich nicht. Ach, guck mal, da unten ist ja auch noch jemand zum Wegsnipen. War ich nicht. Guck mal, da kommt noch jemand zum Wegsnipen. War ich nicht. Guck mal, da guckt jemand. Den kann man auch wegsnipen. War ich nicht. Ich liebe Bogen. Ist das schön. Ist das schön. Hier sind viele. Oh, guck mal, da steht jemand. Den kann man auch wegsnipen. Warte mal, guck mal. Da steht noch jemand zum Wegsnipen. Oh, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Warte mal. Guck mal, da rennt jemand. Den kann man bestimmt auch wegsnipen. Hab die Schulter getroffen. Guck mal, da hinten läuft auch wieder jemand zum Wegsnipen. Oh. Ja, okay, ihr seid vielleicht ein bisschen zu weit weg. Na gut. Es war ein Versuch wert. Warte mal, kommt da noch jemand zum Wegsnipen?
War der arm. Nur mir gehen langsam die Pfeile aus. Ich muss da langsam rein, weil ich meine Pfeile wiederholen muss. Fangen an, die Leichen zu sehen, aber das ist okay. Muss hier nur aufpassen, hier ist dieses blöde Feuer, dass die mir das nicht anmachen. Da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. Bitte. So. Unten schläft einer. Hier ist also Hübus. Alarm! Hier sind Leute tot. Und ich stehe so da hinten so Hübus. Warte mal, da kommt einer auf mich zu. Oh, den kann man nicht ganz wegsnipen. Wer schießt hier? Hey, ihm nach! Oh, fuck. Alles gut, alles gut. Jetzt habe ich dafür keine Pfeile mehr. Und hallo Hamori! Hi Naru! Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich glaube, die Leichen hier noch weggeräumt bringt, glaube ich, nicht viel. Ich muss sie halt eigentlich gar nicht auslöschen, alle, aber ich will. Oh, gib mir mal den Pfeil. Kommt keiner lebend raus. Verlass dich drauf, Vilas. Ich bin noch nicht mal drinne. Bin gleich da. Durchhalten. Oh, die tragen die Leiche gerade weg. Dann sollten die hier nicht rauskommen, du. Da liegen noch ein paar. Kommen die hierher? Ich deck dir den Rücken. Uns pisst keiner ans Bein, Vilas. Ich will euch auch gar nicht ans Bein pissen. Hey. Ah, aber alle will ich ja auch nicht haben. Nicht ehrlich. Verdammt. Du bist kein schöner Anblick und riechen tust du auch nicht gut. Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Wer auch immer glaubt. Hey. Und drüber damit. Ah, schön. Ich weiß, Geheimgang, dies, das, jenes. Hey, was? Oh. Hat man dich zu Eis gebadet? Upsi, wo kommst du denn plötzlich her? Stoppt ihn! Ich habe dich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Wollte ich natürlich nicht außer Acht lassen. Das tut mir ja schon fast leid, dass ich dich nicht gesehen habe. Da kommt einer. Ein bisschen beiseite packen.
Ja, dann gehen wir mal hier runter. Dann wagen wir uns doch langsam mal rein. So, zum Nachtisch ein Käsesalat. Ein Käsesalat? Ist einfach nur Käse mit einem Salatblatt? Oder wie? Also mehr Käse als Salat? Oder wie? Weiß nicht. Oh, die haben auch zwei Feuer, haben die, oder? Ich glaube, ich habe noch eins gesehen gehabt. Oh, das reicht nicht. War ich nicht. Der ist vom Metzger. Käse mit Paprika in einer würzigen Käsemarinade. Oh, das hört sich interessant an. Kannst du bitte nicht so breitbeinig da liegen? Also so habe ich dich nicht abgestochen. So wirklich. Unhöflich. Oh, neue Pfeile. Schade. Warte. Kann ich wieder wild umherschießen? Haben, mir sollte man keinen Pfeil in die Hand geben, ey. Oh, da kommt einer her. Keiner was mit, ne? Ah, den treffe ich, glaube ich, nicht. Da ganz hinten ist ein... Oh, was? Hier ist nichts. Du hast nichts gesehen. Du darfst nicht hier sein. Was? Wer darf nicht hier sein? Was ist los? Mit wem hat er geredet? Weiß nicht, wen er gemeint hat. Ich kann das nicht gewesen sein. Mist. Ich weiß, ich könnte auch das Ding da benutzen, aber ja... Ich glaube, ich sollte die neueren Lara Croft-Spiele sollte ich auch spielen. Die läuft doch, glaube ich, auch immer mit Pfeil und Bogen rum. Alarm! Hier drüben! Na, hat er jetzt was gesehen oder nicht? Wir sind zu zweit. Keiner schleicht sich unbemerkt.
Jetzt bin ich auch hellwach. Oh. Ist das gut oder schlecht? Oh, kommst du hier raus? Hey! Wer macht Hö? Oh, da macht einer Hö. Jetzt nicht mehr. Oh, darf ich meinen Pfeil wieder haben? Dankeschön. Freundlich. War ich nicht. Oh, der könnte schon zu weit weg sein. Oder auch nicht. War ich nicht. Oh, da steht jemand auf. Ich sneak die einfach alle mit dem Bogen weg. Der Sniper, ey, die schlägt wieder gnadenlos zu. Es macht aber auch halt Spaß, ey. Ich sag's euch so, wie es ist. Das macht aber auch richtig Spaß. Bogen ist mein Element. Oh, der lebt noch. Warte. Jetzt nicht mehr. Wie gesagt, ich müsste die gar nicht eigentlich alle auslöschen, aber ich mache es gerne. Was sind eigentlich die beiden da hinten? Die Bogen-Ellie ist wieder am Stissel. Ja. Ich hoffe, hier sind nicht mehr so viele. Oh, wow. Dem ziehe ich genau gar nichts ab. Oh, dich mache ich zum Schluss, du. Oh, ihr seid hinter der Tür? Was ist seine Mission da hinten? Könnte der bitte in eine andere Richtung schauen? Er bereitet mir Unbehagen. Oh, oh. Wo kommt der denn her? Kein Problem, der ist weg. Oh Mann, warum sind hier so viele Leichen? Huch. Das ist aber, Oh. Waren ja doch so viele. Upsi. Warum steht denn da hinten noch einer ganz alleine? Warte mal, ich geh mal da ganz kurz so hin. Na? Und jetzt schnell hier rein. Was? Komm her. Dass ich keine Wunder, dass immer weniger werden. Die wundern sich wahrscheinlich. Aber sie sehen mich halt nicht. Was? Vielleicht denken die einfach auch, die haben Feierabend gemacht oder so.
Oh, den könnte ich treffen. Siehst du? Der sieht's. Da bist du ja. Oh. Psst. Du hast gar nichts gesehen. Ich hab gar nichts gemacht. Naja, wenigstens habe ich den da jetzt auch runtergeholt. Oh, hier ist Zeug. Ui. Was macht der denn da hinten noch? Was denn sein Ziel? Du bist fast alleine. Hier sind nicht mehr so viele Leute. Also wäre ich du, würde ich gehen. Und nicht hier langlaufen. Tja. Er hat nicht gehört. Was soll ich machen, Leute? Oh. Ja. Brauche ich nicht. Ellie war sicher eine gefürchtete Assassine im alten Griechenland. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, ich dachte, man kann sich da oben festhalten. Anscheinend nicht. So, dann ist da noch irgendjemand. Lass mich mal da hoch. Du hast noch einen Pfeil von mir. Da unten ist irgendwo... Du bist ja am Arsch der Welt. Du bist ja wirklich weit weg. Du bist so weit weg, dass ich dich, glaube ich, ignoriere. Komm mal hier, ne? Den hier, den mache ich halt gar keinen Schaden. Komm mal ein Stück her. Oh Gott, ich weiß nicht, wo er hingeht. Welche Richtung gehst du hoch? Gehst du überhaupt hoch? Du gehst nicht hoch. Ja. Und der hält das halt noch aus. Oh, der macht wahrscheinlich richtig Durchschaden. Ja, der macht Aui. Aua. Hey, lass das. Oh, ich vergesse, ich muss, wenn ich so liege, muss ich das wieder. Lass das. Für den Hauptmann, wow. Das, wow. Der frisst viel. Also an Materialien und sowas, bis der stirbt. Hauptmann. Was für ein Hauptmann? Hier gibt's keinen Hauptmann mehr. Zu gütig, ich danke dir. Tschüss. Oh, zu stark. Bleib ruhig, Hakuf. Ich hol dich raus. Bayek,
Du brauchst den Schlüssel, den Cefeto um den Hals trägt. Mhm. Schnell! Bleib ruhig, Hakuf. Ich hol dich raus. Bayek, du brauchst den Schlüssel, den Cefeto um den Hals trägt. Aha. Schnell! Wer war Cefeto? Der Große, den ich umgenetzt hab? Wobei, nee. Der war ja nicht da oben. Wer ist denn... Ach du! Ach so, da musste ich noch einen Tod bestätigen. Entschuldigung. Ach so. Ich hab den Schlüssel hier. So, jetzt aber. Und Hallöchen, wo? Hallo, hallo. Hast du das Stück Scheiße erledigt? Komm schon. Komm schon. Sie steht wieder auf dem Stofftuch. Ja, ich kann nichts dafür. Das ist sehr festgespannt. Das ist ein sehr festgespanntes... Halt, Dappel. Das ist ein sehr, sehr festgespanntes Tuch. Hi. So, jetzt muss ich immer mal gucken. Ich soll den eskortieren. Da steht immer, eskortiere den und den und den. Und hier und da und da was. Und dann rennen die aber immer vor. Da kann ich doch auch nichts mehr machen. Ja, wenn ihr angegriffen werdet, ist eure Schuld. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig mit Looten und Leveln. Mann. So, irgendwo waren aber noch eins. Oh, da hinten. Das sah gar nicht so festgespannt aus. Das hing durch. Nein. Das da? Nein. Das ist ganz doll festgespannt. Ja. Ich glaube, Logik bei Assassin's Creed hinterfragen ist auch einfach nicht so, also... Ja, das muss so. Das, weißt du, im normalen Leben würdest du auch sterben, wenn du in so einen Heuhaufen springst. Er kann das. Er ist ein Übermensch anscheinend. Für ihn ist das kein Problem. Er ist ein bisschen wie Moses. Nur, dass er nicht über Wasser läuft, sondern er läuft halt über Tücher. Ne? Oh Mann, ey. Wo bist denn du? Da hinten. Hab ich jetzt hier eigentlich alles fertig in dem Ding? Ja. Gott sei Dank, ich muss hier nie wieder hinkommen. Hoffe ich. Gleich so 3 Questen später. Oh, du musst da wieder hin. Hoffe nicht. Wo, sag mal, du Nasenbär? Da waren Streams nur mal so lange. Hier gestern irgendwas nach 0 Uhr und noch was. Das kenne ich so gar nicht von dir. Aber es ist auch ultra spannend. Ich kenne den Zelda-Teil ja gar nicht. Das ist so ein alter Zelda-Teil. Für welche Konsole war der? Für N64, glaube ich, oder? Eigentlich? Und ich habe keine N64 damals gehabt und deswegen gucke ich da bei WoW auch aktuell echt gerne zu. Mögen die Götter gegen euch sein, ihr Bastarde! Und wo spielt es als Randomizer und mit besserer Grafik? Verdammt, irgendwie sowas. Ich hab aufgepasst. Bisschen. Danke, mein Freund. Apollodoros hat sich nicht in dir getäuscht. Du machst deinem Abzeichen Ehre. Komm und besuche uns, wenn du die Chance dazu hast. Möge Harpy dich beschützen und stets für einen gut gefüllten Bierkrug sorgen. Ja, das erste Game für den N64. Stimmt, und dann gab es das nochmal für einen 3DS oder irgendwie sowas. Ja, ich hab ein bisschen aufgepasst. Und du hast das Angeln nicht umgestellt.
Aber das, was ich da mache, ist ja nicht das Original. Ja, ja, genau. Und die Cutscenes und die Story fehlt komplett. Oh, okay. Ja, ich weiß nur, dass du es gerandomized hast. Aber ich kenne halt auch den Originalteil nicht. Weil zum Zuschauen, wenn man das Game nicht kennt, dann lernt man nicht viel kennen davon. Ach, das geht schon. Das geht schon, das reicht schon. Die Statue habe ich kaputt gemacht. Dann könnten wir... Ja, wir gehen hier lang. Wir machen das hier noch. Und dann klimmen wir da noch den Berg. Den Berg. Wenn du das jetzt selber spielen würdest... Dann wäre das ein 180 Grad anderes Spielerlebnis. Ja, das Ding ist halt, ich werde es niemals spielen. Es ist nicht gut gealtert. Oh. Ha. Ha. Wow. Mal so. Waldläufer auf dem Kopf, ey. Wow. Achso, das sind Leute. Das war das Fragezeichen hier, oder? Na, viel ist ja hier nicht los. Du bist gar nichts. Oh. Verdammt, du bist kein schöner Anblick. Na, du auch nicht. Was soll denn das jetzt? Dieser Ort wird schwer bewacht. Wenn wir die Pestbeule fangen, ist sie tot. Ja, ich pfeife dich doch schon her. Komm ran. Kuckuck. Hierher. Verdammt. Was war das denn? Hey, was? Oh, riechen tust du auch nicht gut. Hallo, die Mobben. Du riechst selber nicht gut. Fährt nicht mehr. Hey, halt deine Waffen bereit. Was? Ich war erst duschen. Bis auf die Steuerung ist tatsächlich gut gealtert. Viele Leute, die es das erste Mal spielen, berichten, dass es ein großartiges Game ist, nur die Steuerung halt nicht zeitgemäß ist. Ja, viele sagen auch, dass Wind Waker ein tolles Spiel ist. Wo, du willst nicht, dass ich ein altes Zelda-Spiel spiele. Du willst das nicht. Ich zerstöre dir das. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Du willst das nicht. Windfaker ist auch toll. Siehst du, deswegen rede ich da auch gar nicht drüber weiter. Das Problem ist, ich habe mit den neueren Zelda-Teilen angefangen. Das heißt, ich habe... Also mein erstes Zelda-Spiel war Breath of the Wild. Und dann Wind Waker. Pferdchen, du wirst gleich aufgefressen. Komm mal her, bevor du wirklich noch aufgefressen wirst. Wind Waker ist kein gutes Game. Das habe ich nicht gesagt.
Oh. Herr! Also die Technik doch nicht gleichstellen von Windbaker und Prophet of Wild. Ja, ich weiß. Aber wie gesagt, halt, Breath of the Wild war mein erstes Zelda und ich habe sowas wie Breath of the Wild erwartet. Ich wusste nicht, dass die anders sind. Ich habe Wind Waker durchgespielt. Ich habe es nicht abgebrochen, also immerhin etwas. Aber ich habe mir danach auch geschworen, ich werde nie wieder ein altes Zelda-Teil spielen. Und ich habe sogar noch die Wii U-Version gespielt. Was ich an den alten Zelda-Teilen mag, ist, die sagen dir, finde die sieben Weisen. Einer ist im Wald, einer im Vulkan, einer am See, einer bei den Toten und einer bei der Wüste. Und den Rest musst du selber rausfinden. Ja, ja, das war ja bei Wind Waker auch so ähnlich. Ja. Da hat dir ein Fisch vor 3000 Jahren irgendwann mal irgendwas erzählt gehabt und dann musst du das irgendwie noch 10 Jahre lang wissen. Obwohl du die Information davor nie gebraucht hast. Ja. Und dafür bin ich zu dumm. Ich sag's so, wie es ist. Ich bin dafür zu dumm. Ich kann mir noch nicht mal die Steuerung von zwei Spielen gleichzeitig merken. Außer es ist dieselbe Steuerung, dann würde das gehen. Als ob ich mir dann merke, dass mir ein Fisch irgendwann mal erzählt hat, dass ich jenes und dieses und hier was machen kann. Das merke ich mir nicht. Oh, die kann man alle nicht looten. Ich merke mir das nicht. Ich wünschte, ich könnte. Aber ich merke mir sowas leider nicht. Bin sehr schlecht da drinne. Ich kann mich ganz okay auf eine Sache konzentrieren. Und bei zwei Sachen wird es dann schon schwierig. Alte Quests waren toll. toll. Ey, da sind so Typen, die sind irgendwo in diese Richtung. Vielleicht an einem Baum. Bist irgendwo in einem Wald mit 3000 Bäumen. Welcher Baum davon? Ich habe hier eine Quest. Ich habe hier eine Quest. Oh. Ja. Aber heute bin ich so verwöhnt. Und alt, um mich damit wieder rumzuschlagen. Ja, ja, ich glaube, es ist verwöhnt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Einfach, man ist mittlerweile einfach so verwöhnt. So von Spielen. Sie zeigen dir das an. Da hast du einen Questlog. Da hast du was. Hier ist was. Hier hast du eine Karte, wo alles markiert ist. Ja. Und man hat extrem viel Auswahl. Wenn einem ein Spiel nicht gefällt, dann spielst du es halt nicht weiter. Dann suchst du dir ein anderes Spiel. Damals hattest du nicht so viele Spiele. Dann war dann halt entweder dieses eine Spiel oder das andere, was du schon 50 Mal durchgespielt hast. Blut auf dem Wasser. Omen am Himmel. Was? Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Untersuche die Ruinen, aber... Was ist schon das da? Untersuchungsgebiet betreten.
Ich betrete das mal und setze mich da hin und dann müssen wir Pause machen. Ich habe mich gerade gesehen. Deswegen, ich hocke mich mal hier hin und dann untersuchen wir das gleich weiter. Bis gleich!